Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Review. Ja, nach ein paar Tagen oder mehreren Tagen ohne Mod-Review möchte ich euch jetzt wieder mit neuem Content oder mit einem neuen Mod füttern, damit ihr euch da auch ein bisschen, naja, auf den Mod freuen könnt. Ja, in diesem Mod, also der Mod könnt ihr ja wahrscheinlich schon im Titel lesen, ist der Computercraft-Mod. Der läuft aktuell auf der 1.2.5, aber wahrscheinlich auch noch in den zukünftigen Versionen läuft er auch noch. Yo. Also es fügt 8 Blöcke hinzu. Das ist jetzt hier einmal ein Computer, ein Laufwerk, ein WLAN-Modem, ein Monitor. Das ist ein Turtle. Das ist ein Mining Turtle. Ich gucke nochmal drauf. Das ist ein Turtle, genau. Mining Turtle, Wireless Turtle, Wireless Mining Turtle. So. Und ja, mit diesen Turtles habe ich mich noch nicht beschäftigt, genauso wenig wie mit den Modems. Den ja, Bildschirmen ist es eigentlich relativ einfach. Das kann ich euch mal ein bisschen demonstrieren. Hat man zwei nebeneinander und noch einen, dann hat man so einen großen Fernseher. Und da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt hier den Computer anschließt, gibt man zum Beispiel ein Monitor rechts. Hallo? Achso. Programm zum Beispiel. Was haben wir denn da für Programms? Moment, da muss ich gucken. So, da haben wir die ganzen Sachen hier an Programmen. Und jetzt muss ich ein bisschen nochmal hoch und dann nehmen wir zum Beispiel Worm. Und dann können wir da hier auf diesem Bildschirm Worm spielen, ja? Das ist richtig cool, man kann auch den Monitor beliebig vergrößern. Ja, das ist richtig cool, finde ich. Und damit kann man dann richtig schöne Leinwände bauen. Das gibt es natürlich auch für den Multiplayer, gar keine Frage. Und ja. Wie ihr seht, ich kann das jetzt hier mit meinen WASD-Tasten steuern. Hier easy, medium, hard. Super Sache. Oder super Geschichte. Und ja, hier ist das CD-Laufwerk. Das ist dann mehr oder weniger eine Verbindung, wenn man dann hier so eine Floppy-Disk hat. Da kann man Sachen drauf speichern. Im Prinzip ist das ein unendlicher Speicherplatz. Also auch ganz, ganz gut. Und ja, viel dazu gibt es nicht mehr zu sagen, da man ja hier sehr viel programmieren kann. Das werde ich aber nicht in diesem Tutorial zeigen, sondern in weiterführenden Tutorials nach diesem Video. Also könnt ihr euch schon mal auf sehr viele Videos zum Computercraft Mod gefasst machen. Ihr könnt mir auch gerne Fragen schicken oder Anfragen schicken, wie man denn so ein Programm schreibt. Dann werde ich mir das durchlesen, gucken, ob ich das so und so hinbekomme. Wenn ja, dann werde ich sofort ein Tutorial darüber machen. Also eure Fragen zum Computercraft Mod könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, werde ich ja durchlesen. Und dann werde ich sehen, was ich dagegen machen kann, gegen eure Unwissenheit. Kein Problem. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns jetzt gleich in der Installation wieder. Also Zuschauen im Zusammenhang jetzt für Ingame. Also bis gleich in der Installation. So, willkommen zurück in der Installation. Ja, wir brauchen eigentlich für den Mod nicht viel. Naja, eigentlich mehr als sonst. Wir brauchen den Mod-Loader. Klickt ihr hier auf Direct Download. Dann den zweiten Link, den Minecraft Forge. Ich habe auch selbst den Link so bekommen, deswegen kann ich ihn euch auch nur so geben. Hier Minecraft Forge Client runterladen und dann kommt ihr hier den dritten Link, kommt ihr hier auf die Computercraft Seite und klickt hier auf Mediafire oder auf Adfly, wenn ihr den Herrn unterstützen wollt oder die Gruppe. Hier gibt es natürlich auch für den Server, wie man das dort installiert, das weiß ich nicht. Braucht ihr mich erst gar nicht fragen. Naja, klickt ihr hier auf Download, perfekt. So, dann könnt ihr das schließen. Dann geht ihr in den Downloads-Ordner, müsstet ihr genau drei Dateien haben. Dann geht ihr wieder in euren Minecraft-Ordner. Und dann geht ihr in die Bin-Datei,
in die Minecraft Jar, öffnen sie mit WinRAR oder mit einem anderen Entpackungsprogramm. Falls hier ein Meta-Impf-Ordner ist, löscht ihr den bitte. Dann zieht ihr den Modloader rein. Verschieben und ersetzen, ist ganz klar. Das kann ich schließen. Nein, eigentlich nicht, aber jetzt ist es zu spät. Dann drückt ihr hier Steuerung A, weil das etwas ein paar mehr Dateien sind. Dann zieht ihr das auch dort drüber. Und dann seid ihr mit der Minecraft Jar fertig. So, jetzt muss ich aber nochmal, weil ich es vorhin geschlossen habe, nochmal in den Minecraft-Ordner. Dann geht in den Mods-Ordner und zieht hier aus der Computercraft aus Jar diesen Ordner Computercraft hier rein. Ja, verschieben und ersetzen. Ja, bitte. So, dann ist er ersetzt. Bei 400 noch was, ja, dann bitte auch verschieben und ersetzen. Und das war auf alles auf einmal. Ja, dann habt ihr das jetzt alles ersetzt. Also ich hab's, ich hab's jetzt ersetzt. Ich hab's jetzt im Prinzip nochmal installiert. So müsste es funktionieren. Bei mir hat's so funktioniert. Und wie gesagt, schreibt bitte eure Fragen zu diesem Mod in die Kommentare. Zum Beispiel zu Programmen. Wie schreibt man dieses Programm oder sonstiges. Ich werde in den nächsten, ja, also morgen oder heute schon das erste Video, weiterführende Video dazu hochladen mit den Grundkenntnissen, die man über Computercraft besitzen sollte, um mit dem Programmieren an einem Computer anzufangen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gibt es einen Daumen hoch. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt mit den Mods und dem Computercraft-Tutorials, dann wäre es gut, wenn ihr mich abonnieren würdet. Es kostet nichts und tut euch auch gar nicht weh. Ihr würdet mich damit nur unterstützen und mir ein kleines Feedback dazu geben. Also, wir sehen uns dann oder hören uns im nächsten Video.